Hallo meine Lieben, hier kommen eure neuen Tagesbotschaften für den 12., 13., 14. und 15. April 2024. Heute lege ich mit dem Witchcraft Frühlingsorakel und außerdem mit dem Goddess Power Oracle von Colette Baron Reed und mit meinen Point of View Oracle Cards und den Sanssouci Cards auf der Energy Plate Angels Message Board. Alles, was ihr hier seht und alles, was ihr im Vorspann gesehen habt, ist unten verlinkt. Und meine Lieben, es gibt ein sogenanntes Wochenend-Knaller-Angebot. Und zwar deshalb, weil es nur bis Sonntag Punkt 23.59 Uhr gültig ist. Und zwar bekommt ihr derzeit, wenn ihr drei Energiestäbe kauft, ich habe jetzt hier mal ein paar rausgesucht, so sehen die aus, die kennt ihr ja mittlerweile. Wenn ihr drei Edelsteinstäbe eurer Wahl kauft, dann bekommt ihr eine Chakrenholzbox eurer Wahl im Wert von 26,95 Euro gratis. Da gibt es verschiedene. Hier haben wir zum Beispiel die Blume des Lebens, Chakrenholzbox. Hier haben wir den Lebensbaum. Dann haben wir hier noch dieses Design. Also da gibt es ganz tolle verschiedene Boxen, diese auch hier. Also da könnt ihr euch eine Box aussuchen und die liegt dann gratis mit dem Paket, wenn ihr drei Edelsteinstäbe kauft. Wenn ihr dementsprechend sechs Stäbe kauft, bekommt ihr natürlich zwei Boxen und so weiter. Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Angebot, wie ich finde. Ihr müsst einfach nur euch drei Stäbe aussuchen, in den Warenkorb legen. Dann eine dieser Holzboxen sucht ihr euch aus, legt es in den Warenkorb und dann gebt ihr einfach den Code BOX ein, also B-O-X. Und dann liegt diese Chakrenholzbox, die ihr euch ausgesucht habt, wie gesagt, gratis mit dem Paket, aber dieser Code ist nur gültig bis 14. April, Punkt Mitternacht, okay? Also ab 15. April geht dann dieser Code nicht mehr. Ja, des Weiteren bekommt ihr momentan, ich lege mal kurz die Stäbe beiseite, momentan bekommt ihr den sogenannten Rosenquarzbaum gratis im Wert von 24,95 €. Wenn ihr euch drei Kraftbaumkerzen holt, das gleiche Prinzip. In meinem Shop sucht ihr euch drei Kraftbaumkerzen aus. Ich habe die euch auch unten verlinkt. Legt sie in den Warenkorb. Dann legt ihr den Rosenquarzbaum in den Warenkorb und gebt den Code Kraft ein. Und dann ist der gratis mit im Paket. Ja, eigentlich ganz einfach. Ich habe euch diese Aktionscodes und auch den Ablauf natürlich hier unter dem Video in der Infobox hingeschrieben. Und da sind die Kraftbaumkerzen verlinkt, der Rosenquarzbaum, die Energiestäbe und auch die Chakrenholzboxen. Und diese tollen Aktionen solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Vor allem, wenn ihr eine Chakrenholzbox haben möchtet, damit selber arbeiten wollt oder das vielleicht auch verschenken wollt, solltet ihr jetzt zuschlagen. Vor allem natürlich dann, wenn ihr eh immer schon mal Edelstein-Energiestäbe haben wolltet, ausprobieren wolltet oder eure Sammlung vervollständigen möchtet. Ja, ansonsten, wie ich am Anfang sagte, alles, was euch interessieren könnte, was ihr im Vorspann gesehen habt, ist unten verlinkt und natürlich auch, falls ihr eine Beratung, ein Ritual buchen möchtet oder vielleicht wollt ihr euer Frühlingshighlight noch abholen, das ist ja eine E-Mail-Kurzberatung, auch das ist natürlich alles wie immer unten verlinkt. Und jetzt starten wir mit dem Orakel. Was soll ich euch denn hier für Botschaften mitteilen für den heutigen Tag, für den 12. April? Und da haben wir hier die Göttin Maya mit der Illusion. Okay, da könnte ich jetzt viel drüber philosophieren. Deswegen, ich muss mir mal die nächsten Karten angucken. Es kann halt bedeuten, dass man sich etwas ganz Bestimmtes vorstellt, was aber nicht in die Tat umgesetzt werden kann, wo man sich vielleicht etwas vormacht. Oder es kann sein, dass jemand dir etwas vorspielt. Aber wie gesagt, ich gucke mal weiter. Dann haben wir hier den Steinkreis. Feierlich beschwörst du eine tiefe Hingabe, die deine Anbetung in dich zurückspiegelt. Also hier könnte es tatsächlich sein, dass du jemanden huldigst, jemanden feierst, jemanden tiefe Hingabe schenkst, in der Hoffnung, dass das zurückgespiegelt wird. Jetzt haben wir aber leider diese Karte mit der Illusion. Also solltest du aufpassen, wen du hier auf einen Thron hebst,
wem du nacheiferst, wem du deine Liebe schenkst, weil es halt eben sein könnte, dass diese Gefühle oder diese Anerkennung eben nicht zurückgespiegelt wird. So, wir haben hier die Karte Alice und Onkel Raupe. Kleine Schritte machen, falscher Zeitpunkt für große Ziele. Etwas steckt noch in der Entwicklung. Zielstrebigkeit, den Rücken gesteckt bekommen, erwachsen werden, Geduld, etwas läuft anders als geplant. Also, da haben wir es auch wieder. Ja, es kann sein, dass dein Gegenüber einfach noch zu unreif ist. Oder du, weil dieses Erwachsenwerden könnte ja auch ein Appell an dich sein. Etwas läuft anders als geplant, passt wieder zur Illusion, dass man dachte, man hat hier das Große losgezogen, man hat den richtigen Geschäftspartner oder den richtigen Beziehungspartner gefunden oder eine gute Freundin oder einen guten Freund. Aber irgendwie seid ihr vielleicht entweder zum falschen Zeitpunkt aufeinander getroffen, weil einer von euch noch unreif ist oder ihr beide. Oder ja, du steckst dir große Ziele, zu große Ziele mit dieser Person, was am Ende eine Illusion ist, weil hier etwas anders läuft als geplant. Also das große Ziel könnte zum Beispiel eine Partnerschaft sein oder eine Ehe und du feierlich beschwörst eine tiefe Hingabe und dann haben wir hier die Illusion. Also hier sollte man wirklich tunlichst aufpassen, sich Hals über Kopf in etwas oder jemanden hineinzustürzen, weil es ja, Punkt A, einmal der falsche Zeitpunkt sein könnte oder Punkt B, die falsche Person sein könnte. Dann haben wir die Auktion. Was bist du bereit zu investieren? Deine Erwartungen werden nur erfüllt, indem du das, was du haben willst, selbst bereit bist zu geben. Klar, das sollte immer auf Augenhöhe sein. Wenn man etwas jemandem gibt, sollte man das auch zurückverlangen dürfen. Aber grundsätzlich geht es hier um Erwartungshaltungen. Ich glaube, dass du bereit bist, alles zu geben, weil wir hier auf der Karte hatten, dass du feierlich jemanden huldigst oder tiefe Hingabe jemanden kredenzt und du bist bereit, hier alles oder sehr viel zu investieren, weil du glaubst, dass dann auch dein Gegenüber so handelt und dass deine Erwartungen erfüllt werden. Ich wage das in Zweifel zu ziehen, dass er oder sie das Gleiche bereit ist zu geben. Hier wird nicht auf Augenhöhe miteinander verhandelt und hier könnte man sich verkalkulieren. Also das ist eine kleine Warnung oder vielleicht auch eine große Warnung, die man im Hinterkopf behalten sollte und die du jetzt auf deine Situation ummünzen musst. Also frage dich, mit wem hast du es gerade zu tun? Was klingt zu schön, um wahr zu sein? Wo tust du sehr viel, gibst sehr viel? Wo oder an wen hast du eine sehr hohe Erwartungshaltung? Wo du dir vielleicht eine Illusion machst, dass das zurückkommt, zurückgespiegelt wird, dass sich das lohnt, dass sich diese Investition lohnt. Weil hier etwas anders ablaufen wird oder enden wird als von dir geplant. Und darauf sollte man vielleicht hören. Dann gucken wir auf den 13. April. Da haben wir Gaia, die Mutter Erde, steht halt eben für die Erdung. Das ist immer dieses mit beiden Beinen bitte auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Nicht mit dem Kopf in Illusionen und im Himmel hängen, sondern bodenständig bleiben, geerdet bleiben und sich die ganze Situation ja, erwachsen angucken. Nicht übermütig werden, nehme ich hier auch so wahr. Dann haben wir hier Pegasus. Befreie dich und breite deine Flügel aus, denn du bist nicht zu zähmen. Du bist grenzenlos. Befreie dich und breite deine Flügel aus. Es geht also um einen Befreiungsschlag. Es geht um das Thema Erdung und es geht um einen Befreiungsschlag bei dir. Und dann haben wir die dunkle Ecke, Scham, Reue, Angst, Buße, Bestrafung, Verdrängung, Dunkelheit, Seelenschmerz, sich ungeliebt fühlen, Unbeliebtheit. Zwei sehr düstere Karten. Die dunkle Ecke, beweist ja das, was ich gerade schon in der anderen Botschaft gesehen habe. Wenn man aus einer Illusion dann aufwacht, ist es natürlich oft so, dass man sich schämt.
weil man etwas nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte. Man fühlt sich bestraft vom Leben, weil man etwas verdrängt hat. Und dann kommt dieser Seelenschmerz, dass man sich ungeliebt und unbeliebt fühlt. Und ich glaube, die Karten wollen dir sagen, also die versuchen das quasi für dich zu vermeiden. Du solltest hier versuchen, den Kopf frei zu bekommen, was eine zu hohe Erwartungshaltung eine bestimmte Person oder Situation betrifft. Weil je höher die Erwartungshaltung, desto tiefer ist am Ende der Fall oder die Scham oder die Reue. Oder dieses, ich fühle mich ungeliebt, weil du einen Korb kriegst, weil du, weil du betrogen wirst oder weil du verarscht wirst oder hingehalten wirst und so weiter. Ja, die Traufe. Wenn du jetzt nicht aufhörst, machst du es noch schlimmer. Vom Regen in die Traufe. Leute, ich kann es nicht ändern. Die Karten sprechen alle davon. Wenn du jetzt nicht aufhörst, einer Illusion zu verfallen oder etwas schöner oder besser zu reden oder darzustellen, als es wirklich ist, kommst du vom Regen in die Traufe. Wir haben die dunkle Ecke, wir haben die Traufe, wir haben den Befreiungsschlag, wir haben die Karte, dass es heißt, es geht anders aus als erwartet. Etwas muss sich erstmal entwickeln, man muss erstmal erwachsen werden und so weiter. Also nochmal, wenn man jetzt die Warnsignale nicht sieht oder sehen will, wenn man jetzt nicht mal anfängt, den Tatsachen ins Auge zu blicken, mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen steht und sich das Ganze objektiv und nicht subjektiv anguckt, kommt man vom Regen in die Traufe. Das heißt, eine Situation wird sich verschlimmern und das passt dann, wie gesagt, wieder zur dunklen Ecke. Und das ist bei vielen von euch eine Liebesangelegenheit. Ihr macht euch eine Illusion von einem Menschen, der euch in keinster Weise das gibt, was ihr denkt und auch nicht eure Erwartungen erfüllen wird. Oder es geht um eine Investition oder eine Kooperation, wo ihr vom Regen in die Traufe kommen könntet. Dann gucken wir auf den 14. April. Und da haben wir hier die Spider-Woman, die Spinnenfrau mit der Co-Kreation. Und bei dieser Karte geht es darum, dass es nichts bringt, einfach einer Person oder Situation den Rücken zu kehren oder die Augen zu verschließen, in der Hoffnung, dass etwas schon gut wird. Dass etwas sich von alleine regelt. Dass etwas sich von alleine repariert. Es geht darum, weise zu handeln und dich nicht einfangen oder einspinnen zu lassen oder in einem Spinnennetz zu verfangen und dir sozusagen ein Paralleluniversum oder eine Nebenwelt zu kreieren, die am Ende eine Illusion ist und nicht der Realität entspricht. Also hier verwickelt man sich in ein Spinnennetz und kreiert Dinge oder manifestiert sich eine negative Welt, eine negative Ausgangslage. Oder du lässt dich hier von jemandem einspinnen, das kann auch sein. Aber das ist hier so unreflektiertes, unauthentisches Verhalten. Das sind Wünsche und Sehnsüchte, die man in die Welt hinaus schreit, die aber nicht erfüllt werden. Und das ist so dieses neben einer Parallelwelt oder einer Existenz nebenbei herleben, die nicht real ist. Also es geht quasi am Ende nicht gut aus und die Karte steht halt ganz sinnbildlich dafür, dass man hier etwas oder jemanden den Rücken zudreht und die Hände vor die Augen schlägt und sagt, ich gucke nicht hin, es geht schon gut aus, es wird schon so sein, wie ich mir das denke. Ja? So, dann haben wir hier die Biene. Trink nicht das ganze Leben von nur einer Blume, denn es gibt viele zu genießen und zu entdecken. Ganz genau. Also, das ist dieses sich versteifen auf eine Person oder auf eine Situation.
jemandem oder etwas zum Lebensmittelpunkt machen und dabei zu vergessen, dass es so viele Menschen, so viele Gelegenheiten, so viele Möglichkeiten und Chancen im Leben gibt und man tunlichst den Fehler vermeiden sollte, sich auf nur eine Sache oder eine Person zu fokussieren und dann die Augen zu schließen und zu hoffen, dass alles gut geht. Weil dadurch wickelst du dich wie in so einem Kokon in einem Spinnennetz ein, aus dem du am Ende nicht mehr herauskommst. So, du solltest hier mal den Zweck deiner Handlungen hinterfragen. Dienen. Also du tust zu viel des Guten für irgendjemanden. Du solltest hier deine Handlung hinterfragen und auch dich fragen, hat dein Gegenüber ein reines Herz? Habt ihr die gleichen Ziele? Wollt ihr das Gleiche? Erfüllt er oder sie überhaupt deine Erwartungen oder redest du dir hier irgendetwas schön? Demut, ne, das könnte auch eine Lektion sein, dass du diese Lektion lernen musst. Also, dass du halt hier quasi dir etwas einredest, einbildest, übers Ziel hinausschießt und am Ende bleibst du demütig zurück. Wie dem auch sei, ist das Einhorn trotzdem eine gute Karte, weil es sorgt immer dafür, dass auch wenn man dann endlich mal aufgewacht ist, etwas geklärt und bereinigt wird und man nochmal von vorne anfangen kann. Ja? Reinheit des Herzens. Also das ist so, als wenn ja dein Herz zurückgesetzt wird in die Werkseinstellung sozusagen und du zwar traurig bist und dich vielleicht auch schämst, was hier abgelaufen ist, aber du verlierst nicht dein Glauben, deinen Mut, deine Hoffnung, und die Lebensfreude, die wird auf jeden Fall zurückkommen. Das Universum wird dir Vertrauensbeweise schicken in Form von neuen Möglichkeiten, neuen Chancen, neuen Personen, die dich erkennen lassen, okay, ich habe mich nur auf diese eine Biene bzw. auf diese eine Blüte fokussiert, bin die immer wieder angeflogen und habe versucht, hier den Nektar zu sammeln, bis ich feststelle, die Blüte ist leer und alle anderen Blüten drumherum habe ich sozusagen nicht gesehen. Aber bevor du sozusagen verhungerst, wirst du erkennen, dass es da draußen noch andere Möglichkeiten oder Personen gibt. Auch wenn du keine Lust hast, musst du jetzt aufstehen, pflichtbewusst sein. Ja, das ist dieses sich in den Hintern treten. Der Wecker klingelt bald, ja, oder es klingelt bald in deinem Kopf. Du willst dich eigentlich nicht damit beschäftigen. Das ist das, was ich gerade sagte. Man dreht dem Ganzen den Rücken zu, guckt nicht hin und sagt sich, es wird schon sich von alleine regeln, weil man einfach keine Lust hat oder keine Kraft, sich selbst damit zu befassen, den Hintern hochzukriegen, sich zu verändern, die Situation zu verändern. Weil es ist ja alles so schön einfach, es plätschert so vor sich hin und dann lässt man das quasi einfach so weiterlaufen. Und das wäre sozusagen die falsche Geisteshaltung, ja. Und wir gucken auf den 15. April und da haben wir hier den Humor. Das ist das, was ich gerade sagte. Auch wenn das hier nicht so eine schöne Situation ist, wirst du deinen Humor und deine Lebensfreude nicht verlieren. Am Ende wirst du darüber lachen. Es sagt sich so leicht, nimm das Ganze mit Humor. Aber du darfst auch mal über dich selbst lachen. Also anstatt dich für irgendwas zu schämen oder Reue zu empfinden, darfst du auch darüber lachen und sagen, mein Gott, wie naiv war ich denn? Wie blind war ich denn? Wie blöd war ich denn? Ist ja lächerlich, ne? Also das darf natürlich sein. Es kann auch sein, dass jemand oder etwas seinen Reiz verliert. Und du anfängst, wortwörtlich diese Person auszulachen, weil du sagst, das Verhalten, was er oder sie hier an den Tag legt, was ich die ganze Zeit nicht gesehen habe oder sehen wollte, das ist ja so grotesk, so lächerlich. Gott sei Dank habe ich das jetzt gesehen, ne, oder mitbekommen. Dann haben wir die Sexualmagie. Ich ziehe eine unsichtbare Klinge über meinen Körper, gezeichnet vom Genuss der Zähne. In der Verlockung begegne ich Fleisch und Blut. Ja, die Sexualmagie, das ist für mich hier die Karte, die von einer Affäre spricht. Ja? Und dieses Humor, das kann auch sein, dass dein Gegenüber dich auslachen könnte und dir sagen könnte, entschuldige bitte mal, ich habe dir nie etwas versprochen und für mich ging es nur um Sex und alles andere, was du hineininterpretierst, sorry, das ist lächerlich. Das kann auch sein, dass das kommt, ne? Oder du fängst an, darüber zu lachen, wie du jemals denken konntest, dass das mehr ist als Sex, weil wir haben hier ganz viele verschiedene Personen, die hier in eure Affäre involviert sind,
ihr beide seid nicht frei oder einer von euch, dein Gegenüber hat mit Sicherheit noch andere Damen oder Herren hier, mit denen man sich trifft oder mit denen man sich datet. Und alle Karten sprechen davon, dass man der Illusion erliegt, das machen viele, meistens Frauen, sobald ein Mann mit dir ins Bett geht oder mit dir etwas anfängt, glauben viele gleich, ja, das ist Liebe oder es muss ja Gefühle geben. Ne? Also als wenn jeder One-Night-Stand gleich in eine Beziehung endet oder als wenn jede Affäre, obwohl man sich immer nur für das eine trifft, bedeutet, dass man Gefühle füreinander hätte oder so tiefe Gefühle, dass es in eine Beziehung geht. Das ist eine Illusion. Dann haben wir den Horizont der Hoffnung. Wir haben hier die Wunscherfüllung gemäß dem Lebensplan. Und natürlich wartest du auf den Richtigen oder die Richtige, auf deinen Seelenpartner. Und deine Geduld wird sich auszahlen. Am Horizont der Hoffnung da hinten kommt das Schiff gesegelt mit dem Richtigen oder der Richtigen. Aber es dauert noch. Wir hatten es am Anfang, etwas steckt noch in der Entwicklung. Geduld. Hier haben wir wieder Geduld. Ne? Die Geduld wird sich auszahlen am Ende. Das bedeutet, für dich ist es vorgesehen, dass du deinem Seelenpartner begegnest, aber zu einem anderen oder späteren Zeitpunkt. Also nicht jetzt und nicht mit jemandem, wo der Fokus nur auf Sexualität beruht. Dass man das halt wirklich versteht, dass man nicht denkt, mit der Person, mit der ich es jetzt zu tun habe oder mit der ich im Gange bin, das muss ja mein Seelenpartner sein, weil wir gehen ja miteinander ins Bett, schon seit Wochen oder Monaten. Und das ist genau das, was ich meine mit, du hast Erwartungen, die nicht erfüllt werden, das ist die Illusion, das ist naives Denken. Und das ist, wenn du jetzt nicht damit aufhörst, kommst du vom Regen in die Traufe, weil es kann sein, dass du bald ausgelacht wirst und dann schämst du dich noch mehr. Und du projizierst hier auf eine Person oder ein Projekt so viel, weil du glaubst, er oder sie ist für dich vorgesehen. Aber die Karten sprechen alle davon, dass es zwar für dich vorgesehen ist, aber nicht jetzt oder nicht mit diesem Projekt oder mit dieser Person. Ja, und hier wird gemunkelt. Im Dunkeln ist gut munkeln. Es wird so allerlei gemunkelt und getuschelt. Klammheimlich werden Gerüchte verbreitet. Jeder weiß es, nur die Person, um die es geht, nicht. Ich glaube, das bist du. Du kannst dir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel hier im Hintergrund abläuft und wie viel hier auch über dein Gegenüber geredet wird. Aber es kann sein, dass du das gar nicht hören willst. Es kann sein, dass du es mit einer Person zu tun hast, wo du niemals denken würdest, dass er oder sie ein Doppelleben führt oder ja, ein Schauspiel hier abliefert. Und alle wissen es, nur du nicht. Na? Und das ist natürlich dann diese Karte hier mit der dunklen Ecke, diese Reue. Wenn am Ende alles rauskommt, kann es sein, dass du ausgelacht wirst und dich schämst und alle sagen, jetzt mal ernsthaft, jeder wusste das. Jeder hat das gesehen. Die Anzeichen waren da, nur du hast es nicht gesehen oder wolltest es nicht sehen. Und das ist halt das, davor wollen die Karten dich so ein bisschen bewahren. Ne? Ja, naja, nicht so nette, nicht so schöne Aussichten, aber für den einen oder anderen wird es hier vielleicht augenöffnend sein und vielleicht findet ihr euch in einer Situation gerade wieder, wo ihr schon ahnt, ich weiß nicht, ich könnte hier einer Illusion erliegen. Und das möchte natürlich niemand. Ne? Und noch kann man ja die Reißleine sozusagen ziehen, versuchen, das Ganze mit Humor zu nehmen und sich da eben rausholen, sich erden, dass man eben nicht vom Regen in die Traufe kommt. Karten sind immer Hilfsmittel. Karten wollen dich nicht verletzen, sie wollen dir helfen, eine Situation klar zu sehen. Und darum geht es hier, ne? Ja, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn ja, teilt es gerne mit anderen und vergesst nicht, mich hier auf YouTube, Facebook und auch auf Instagram zu abonnieren. Ich habe euch am Anfang die zwei aktuellen Sonderaktionen erklärt. Falls ihr vorgespult habt, guckt euch das gerne an. Unten in der Infobox stehen auch die Rabattcodes, mit denen ihr eine Chakrenholzbox und oder einen Rosenquarzbaum gratis erhalten könnt. Aber die Chakrenholzbox-Aktion gilt nur bis 14.04. um 23.59 Uhr. So, meine Lieben, das war's von mir. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und sage wie immer Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.